Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 mit mir, eurem Zero. Und, wow, gute Werte. Wir befinden uns, befanden uns gestern noch in einer Schatzsuche. Heute geht's auf jeden Fall weiter, aber vorher, was ist denn hier? Der Boot ist, na, vielleicht ist er ja wieder gefixt worden. Wir sind gerade auf dem Weg zur Todeskralleninsel zu Fuß, weil ich sportlich bin. Und da werden wir ein Foto schießen. Ist ja nicht so, als hätten wir schon vorher irgendwie. Stimmt. Sag mal, wie bewegst du dich endlich? Wir haben doch vorher schon verdammt viele Fotos von dir geschossen. Sei still, bitte. Komm, halt's Maul. Ich will's nicht wissen. Na, danke. Ich bin hungrig. Habe ich irgendein Problem? Parasiten. Ah gut, ich habe ein Heilmittel. So. Und dann ziehen wir uns ein bisschen was rein. So, das schöne Nebelkriecherfleisch. So, okay. Was ist denn das? Ein Bunkerli? Ist das eine Le Bunker? Ist das Spiel so laut? Meine Fresse. Black Mountain. Ordnance Works. Uiuiuiuiuiui. Ich sehe schon. Für diese Fälle müsste ich eigentlich mein Anzug dabei haben, ne? Strahlenresistenzer Anzug. Dann muss ich die Powerrüstung auch nicht tragen. Sollte das vielleicht ein Bunker sein, der atombetrieben ist? Ja gut, ist klar, dass hier Gule rumhängen. Wenn das hier so krass verstrahlt ist. Aber rein theoretisch, wenn das hier so krass verstrahlt ist. What the fuck? Dann müssten doch hier diese speziellen Kräuter wachsen, diese Flugsdinger. Nee. Also seltsam. Ergibt eins irgendwie keinen Sinn. Wenn da irgendwo eine Atomschlacht ist. Und dann entstehen diese speziellen Kräuter, Lies, für eine gewisse Zeit. Aber hier, wo Strahlung präsent aktiv ist, ist nichts. Versteckter Safe. Aber komplett ungesichert. Was haben wir denn hier? Kuppel 01, Datenlesefehler, alles klar. Derzeitige Besitzer Greeny, Verteidigungssysteme. Leasing dauert 2 Jahre, vollständig bezahlt. Ja, das sind verschiedene Bunker. Nuka-Cola Corporation. Option auf Verlängerung um weitere 25 Jahre. Zahlungsstatus vollständig bezahlt. Das heißt, wir sehen hier, wie die Reichen sich Bunker gemietet haben. Erstzahlung ausstehend. Frühzeitiger Zugang und Anonymität aufgrund von hoher Barzahlung gewährt. Tja. Safe-Steuerung. Wie ist unverschlossen? Da sieht man halt, dass sich die Reichen hier halt solche Bunker gebaut haben, aber anscheinend ist der hier nicht fertig geworden. Oder kaputt. Oder whatever hier passiert ist. Das war nie ein Bunker, ne? Das war was anderes. Es sollte vielleicht eine Nuka-Cola-Fabrik werden. Und hier sind anscheinend Raumschiffteile vielleicht abgestürzt. So sieht das auf jeden Fall für den Anfang aus.
Wo hieß Atommüll? Wofür braucht man Atommüll? Wir wissen ja auch nicht, welche Nummer das ist. Und daher können wir das nicht sagen. Aber es sieht so aus, als wäre hier halt so ein Stück Raumschiff abgestürzt. Also quasi die ISS 2.0. Okay, wir wollen weiter in die Richtung. Oh, ich habe jedes Mal mit Angst zu kämpfen, wenn ich jetzt rausgehe. Ich habe nämlich keinen Bock, alte 4 zurückzudrücken. Das musste ich nämlich schon zweimal machen. Dann ist das schon kein Bug mehr. Dann ist das schon ein Digimon. Ja, gucken, wir waren ja auch nie so wirklich drauf auf der Todeskralleninsel. Warum auch immer sie da heißt. Ich weiß nicht, ob da. Da lebt doch nur eine Todeskralle. Hm? Und ihr wollt mir sagen, dass diese Todeskralle. VW Limbaco? Was? Irgendwas aufgedeckt, dadurch, dass ich das erschossen habe? War ich nie beim verlassenen Bunker? Offensichtlich nicht. Ich habe auf jeden Fall irgendwas gefunden. Rissstandort. Firebase LT. Schmugglerhütte. Was habe ich denn gefunden? Warum habe ich gefunden? Ein Säbchen. Eskuril. Da, das habe ich gefunden. Warum auch immer mir das gezeigt wurde. So! Bist du am Leben? Gut. Wenn ja, dann gleich auf jeden Fall nicht mehr. Warum haben wir neulich eigentlich nicht die Todeskralle fotografiert, die wir getötet haben? Wait a second. Der Zaun. Und wie fest hat's wieder getan? Die unsichtbare Grenze ist markiert durch einen Zaun. Es ist schön. Aber ich habe gedacht, da wäre ein Gebäude oder so. Wirkt am Anfang so. Oh, hier ist ein Safe. Hier ist leer. Habt ihr das auch gerade gehört? Als hätte jemand Dude gesagt. Ich glaube, ich habe einfach nur Halluzinationen. Irgendwas stimmt nicht. Baupläne. Savage Divide 01 Schatzkarte. Es geht weiter! Oh Gott, das sieht echt schlimm aus. Das sieht echt nicht gut aus, Leute. Wo bist du jetzt, Todeskralle? Jetzt komm mal raus hier. Ja, leg dich wieder schlafen. So, und jetzt brauchen wir ein schickes Foto von dir und deinem neuen Tattoo. Hast du dir deinen Knochen gebrochen? Oh, das sieht aber schlimm aus. Eieiei. Todeskralle-Check. Fehlt nur noch eine Zeche. So habe ich es jedenfalls geschrieben. Und Skorpion und Höhlengrille. Na, guck mal, hier kann man sich hinsetzen und das Bootsfahren genießen. Ach, schön. Der hat Spaß. Er sonnt sich ein bisschen mit seinem Bierchen.
Blackwater Brew. Aber ich würde sagen, aber zur Fabrik da oben gehen wir erst später, ne? Also dahin. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Wir müssen den Wald erstmal completen. Die Todeskralleninsel ist übrigens ein bisschen lasch. Wenn ich Todeskralleninsel höre, denke ich mir immer, wie in Fallout 3, ganzes Gebiet voller Todeskrallen. Als Todeskrallengebiet ist. Also Todeskralleninsel, eine Todeskralle Level 21. Ui. Da habe ich auf jeden Fall eine Menge Angst und Respekt vor. Hier komme ich nicht auf die Insel, nee, nee. Schade eigentlich, schade. Hätte mir ja schon gewünscht, dass das so 5 Stück ist, sind. Ich frage mich, warum heißt das überhaupt Todeskralleninsel? Ist ja nicht so, als könnte sie hier einfach mal ein bisschen rüberlatschen und dann wäre sie frei. Ist ja jetzt irgendwie kein Gefängnis oder so. Naja, habe ich ja nicht erfunden. Kennen wir das Ding schon hier? Ja, Essen, Dünger. Dünger kriegen wir da, ja. Silber, Stahl. Stahl. So Stahl. Ja, also ich könnte Stahl sammeln, wenn ich möchte. Möchte ich aber gerade nicht. Stattdessen Notizen, Eisenautomat, Eisautomat und Single-Action-Revolver. Boom. Ja, das kann weg, das kann weg, das kann weg. So, das hier sieht auf jeden Fall sehr kompliziert aus. Könnte der Wasserpark sein. Attention. Atomarisch irgendwas. Ihr könnt mir nicht vorstellen, warum irgendwie Atomenergie was im Wasserpark zu tun hat. Egal. Wir haben hier auf jeden Fall im Westen, das heißt, wir müssen Richtung Osten von dem hier schauen. Und da ist irgendwo ein Spielplatz. Ein Spielplatz, okay. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum Energiekraftwerk und dann gehen wir nach rechts. So ganz billig machen wir das. Da mache ich mir keinen Stress, ich gehe einfach nach rechts. Da finden wir irgendwo einen Spielplatz. Könnte sein, dass es beim Flughafen ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, was ein Spielplatz beim Flughafen soll. Ich meine, du bringst da ja deine Kinder nicht zum Spielplatz und fliegst dann weg. Für die Wartezeit. Für die Wartezeit. Das ergibt Sinn. Ja, cool, wenn du irgendwie in Urlaub gehst und sagst hier. Jasmine, du bleibst mal hier. Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Ich wiederhole. Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Im Poseidon Energy Kraftwerk WV-06 hat es einen kritischen Zwischenfall gegeben. Spezialteams sind unterwegs. Bleibt bitte drin und wartet auf weitere Anweisungen. Einfach Richtung Osten gehen. Dann passt das schon. Kryptisch, als wenn da gleich mehr als eine Person hingeht. 3, 4, dann würde ich das mitmachen. Dann würde ich die kryptische Event mitmachen. Weil die müssen wir eigentlich auch mal schaffen. Das ist halt das, was mir noch fehlt, dieser Questline. Oh, der arme Typ. Du bist schon ein bisschen leid. So. Das sind Reifen, ne? Gehört nicht zum Atomkraftwerk. Aber es ist das Atomkraftwerk. 2 Silos? Ah, ich sehe schon. Alles klar. Wir suchen nach denen, nicht nach dem. Das heißt, von hier aus Richtung Osten. Nee, nicht mich auf. Oh, verdammt. Warum muss die Welt so gemein zu mir sein? So, wir dürfen natürlich nicht zu weit gehen. Ich habe das Gefühl, dass dieser Spielplatz hier irgendwo sein soll. Weil irgendwo dürfen wir auch nicht die Sicht verlieren auf die Dinger, ne? So sind sie nämlich. Wie sind sie denn aufgeteilt? Die stehen direkt nebeneinander. Das heißt, es geht mehr in die Richtung.
Und Leute, wir suchen nach Reifen. Da sind hier eine Menge Reifen. Aber an den Autos. Wieso wird der Ton leiser? Bin ich jetzt dumm oder? Ich gehe doch jetzt nicht Richtung Osten. Und das liegt jetzt im Norden. Hä? Das müssen wir in die Richtung. Da laufe ich doch jetzt Richtung Süden. Das ist gar nicht mein Plan gewesen, hier lang zu laufen. Aber gut, wir folgen einfach den Hinweisen, die wir haben. Also, wenn die Dinger im Westen stehen sollen, dann sind wir hier verkehrt. Hier war doch noch ein Kraftwerk, hier. Kraftwerk Monogar. Aber das kann doch nicht sein, das zählt doch. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Der Winkel stimmt doch gar nicht. Du musst doch Westen... Wollt ihr mich verarschen? Was soll ich denn scheiß ernst hier? Geh mal zum Lager Adams und guck mal darauf. Also, was? Bitte? Ist das das richtige Kraftwerk? Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Irgendwas stimmt mit den Geräuschen hier nicht. So, gehen wir doch mal hier rauf. Ausguck, Lager Adams. Irgendwas stimmt hier nicht. Die Musik wird lauter und leiser, lauter und leiser, lauter und leiser. Da die Soundeinstellungen anscheinend zurückgesetzt worden sind. Nein, nur Radio in der Welt wurde zurückgesetzt, alles klar. Oder es war ich, der sich gedacht hat, hey, mein Mikrofon funktioniert ja nicht, ich sollte das mal umstellen. Irgendwie, ich weiß ja nicht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Wenn ich jetzt dahin reise und mir mein Kompass sagt, dass im Westen zwei von diesen Türmen stehen, dann stimmt was mit meiner Orientierung heute nicht. Was? Wenn ich Richtung Süden gucke, gucke ich doch nicht Richtung Westen. Hä? Hey? Ich gucke jetzt Richtung Westen. Wieso nicht Richtung Westen? Wobei, wenn ich jetzt exakt hier aufgehe, das müsste Westen sein. Ja, das ist Westen. 1A. Aufseher Lord. Heilige Scheiße, ist das Lord gewesen. Mit dem Ton stimmt übrigens alles. Oh, Schneefliege. Brauche ich nicht. Eine Zecke. War da eine Zecke mit dabei? Das war eine Kakerlake und das nicht. Was? Hallo nochmal, meine Freunde. Nee, scheiß auf Tee-Terror. Ich bin höchst erfreut, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass meine Kessel hier in der riesen Teekanne wieder gefüllt ist. Aufseher. Ah, ich konnte ihn nicht abbrechen. Alles klar.
Also, wenn Sie ein kleines Tässchen mögen, nur zu. Ist dieses Atomzeichen immer... Gehört das dazu? Das Atomzeichen auf den Kraftwerken? Wenn ja, dann bin ich hier komplett falsch. Weil das passt hier wirklich vorne und hinten nicht. Nein, das kann nicht sein. Hier ist ein verdammter Berg und unter dem Berg kann ich das Kraftwerk doch nicht mehr sehen. So, wo ich jetzt stehe, müsste der Kraftwerk in etwa Richtung Osten sein. Ich brauche Zucker. Ich werde hier wahnsinnig. Westen. Tolles Kraftwerk. Okay. Wir gucken hier nach. Es ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Weil das für mich schon nicht mehr der Wald ist. Aber vielleicht gibt es ja noch ein Kraftwerk irgendwo. Ein drittes. Wer weiß. Achtung, Kunden! Im Kraftwerk Mononga ist es zu einem unerwarteten Zwischenfall gekommen. Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Seien Sie versichert, dass unsere Wartungsmannschaften mit Hochdruck daran arbeiten, die Stromversorgung wiederherzustellen. Basierend auf den derzeitigen Prognosen sollte die Stromversorgung für den Großteil der Kunden wiederhergestellt sein. Ich weiß nicht, sind die nicht ein bisschen zu weit auseinander? Was ist das mehr? Perspektive. Wir müssen in die Richtung für die Perspektive. Schon sehe ich das Kraftwerk nicht mehr. Schön. Fängt doch gut an. Ruf des Kraftwerks von Mononga. Ich habe ja Mononga gesagt, keine Ahnung. Das andere N hat nie existiert. So, okay, das passt schon ein bisschen eher, ne? Ja, aber ich meine... Ich kann jetzt hier natürlich hochlaufen. Aber das ist nicht mehr der Wald. Gibt es hier noch ein anderes Kraftwerk? Ey, wenn ich jetzt hier hochlaufe, das ist doch noch nicht mehr der Wald. Weißt du, verarsche. Es gibt ja noch ein anderes Kraftwerk, aber das ist hier hinten. Es kann sich nur um das hier handeln. Was? Okay, wir gehen rüber. Scheiße, dieses scheiß Kraftwerk. Kryptisch! Ich könnte es schaffen. Auch wenn ich jetzt nicht rechtzeitig komme. Oh, ich würde heulen. Das habe ich nämlich schon mal geschafft, sowas. Nicht rechtzeitig zu kommen. Aber ich bin hier, um zu helfen. Gleich alle Level 1. Okay, aufgepasst, Agenten. Wenn ihr das hört, habe ich unerledigte Arbeit für euch hinterlassen. Und das gefällt mir nicht. Du hast den Rückruf eines abtrünnigen Aggressotrons eingeleitet. Eine harte Nuss. Sein Schild ist so stark, dass ihm kaum was einen Kratzer zufügen wird.
Aber dafür habe ich eine Lösung. Es gibt in diesem Bereich drei Pylonen. Aktivierst du einen, wirst du zu einer Leitung. Kurz gesagt, du bist dann voller Energie. Energie, die direkt in den Schild des Roboters gepumpt wird. Du brauchst alle drei, um ihn zu erledigen. Viel Glück. Hoffentlich läuft es bei dir besser als bei mir. Ist es vorbei? Scheiße, ich bin wirklich zu spät gekommen. Was ist das jetzt für eine Quest, die ich da habe? Nein. Where is Sweetwater? What the fuck? Nein, ich bin nicht mehr gekommen. Wie ist das denn möglich? Ich kann heulen, ey. Oh. Das kann... Nein, das liegt er da? Kann ich wenigstens ein Foto von ihm schießen? Dann kann ich so tun, als hätte ich ihn besiegt. Nein, das ist eine Morbus-Ratte. Kann doch nicht sein. Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein. Na gut. So geht ganz, ganz traurig auf die, auch diese Aufnahmesession vorbei. Freunde, bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mir, welches Kraftwerk das ist. Ich will nur wissen, welches Kraftwerk das ist. Haut rein. Also, tschüss. Was ist denn jetzt? Was war das? Awesome.